Ja, es war einmal ein junger Ungar, der vor Jahren auszog in die Welt, um reich, berühmt und glücklich zu werden. Was das jetzt mit Geld zu tun hat und wie die Geschichte weitergeht, bleiben Sie dran, bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Horst Weber, Apollo Edelmetalle. Wenn Sie unseren Kanal noch nicht abonniert haben, dann abonnieren Sie ihn einfach. Betätigen Sie auch die Glocke, dass Sie über jedes Video neu informiert werden, damit wir uns vielleicht bald wiedersehen. Ja, es war einmal. So fängt jedes gute Märchen an. Und es war einmal ein junger Mann aus Ungarn, nämlich André Kostolany. André Kostolany ist 1906 geboren. Der ist 1999 gestorben, also hat tatsächlich ein tolles Alter erreicht von 93 Jahren und war bis zum Ende immer geistig, körperlich fit. Und heute möchte ich mal was ganz anderes machen. Sie kennen mich als jemand, der im Bereich Edelmetalle Ihnen einiges, hoffe ich, weiterbringen kann, was Sie auch weiterbringt. Heute möchte ich Ihnen mal zwei Bücher vorstellen und auch einfach mal in den Büchern, dass wir mal gemeinsam schauen, welche Weisheiten hat das lange Börsenleben André Kostolany gebracht? Er war ja circa 75 Jahre Kapitalanleger. Er hat nicht nur Börsengeschäfte gemacht, sondern auch in Rohstoffe investiert, in Anleihen und in vielen anderen Dingen. Ja, André Kostolany wollte eigentlich Künstler werden, Musiker, aber hat dann doch auf Drängen seines Vaters ist er nach Frankreich gegangen und dort hat er eine Broker- oder eine Börsenausbildung gemacht. Ja, ich möchte Ihnen einfach zwei Bücher heute vorstellen. Zwar einmal Kostolanys Börsenpsychologie. Das ist geschrieben etwa 1991 und sein letztes Buch, Die Kunst über Geld nachzudenken. Ich zitiere Ihnen einfach ein paar Dinge draus aus den Büchern und schau mal, wie das vielleicht in die heutige Zeit reinpasst. Oder Sie prüfen auch für sich, was können Sie aus diesen Botschaften mitnehmen. Weil, wie heißt es immer so schön, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich oft. Und da gibt es doch tolle Weisheiten, die man Stück für Stück ins heutige Leben übertragen kann. Ja, fangen wir mal an mit Kostolanys Börsenpsychologie. Ja, bevor ich anfange, noch eine Bitte. Schreiben Sie doch mal in den Kommentaren unten rein, was so Ihr bestes Sachbuch war, was Sie vielleicht die letzten 2, 3 Jahre gelesen haben und vielleicht auch warum, weil ich ein Fan bin von neuen Ideen, von neuen Büchern und das eine oder andere bekomme ich dann vielleicht von Ihnen als Tipp und vielleicht kann man da später ein Video drüber machen. Aus dem ersten Buch, Kostolanys Börsenpsychologie, da habe ich ein nettes Zitat gefunden. Außerdem stellen ja Bücher, Bilder oder Briefmarken für den wahren Sammler nur rein theoretisch eine Kapitalanlage dar. Denn er trennt sich ja niemals von seinen Schätzen. Sammeln ist trotzdem die beste Kapitalanlage, allerdings erst für die Erben. Okay? Dann, der Mann wurde von Gott erschaffen, um das Geld zu machen. Und die Frau wurde von Gott erschaffen, um das Geld zu erhalten. Es ist tatsächlich so, dass die Frauen statistisch gesehen die besseren Kapitalanleger sind. Also am besten, sie verdienen das Geld und geben es ihrer Frau vielleicht zur Anlage. So, dann spannend ist, er hat es in Vorlesungen eingeteilt. Hier haben wir die dritte Vorlesung. Die Massen sind unwissend. Der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt sagte nach dem weltweiten Börsenkrach vom Oktober 87, die Börse sei von Psychopathen bevölkert. Die Massen sind unwissend, schrieb Gustave Le Bon in seiner klassischen Studie Psychologie der Massen. Und so ist es ja tatsächlich. Das heißt, meistens ist es so, was die Masse macht, ist falsch. Das heißt, genau wenn sie es andersrum machen, werden sie meistens auf der Gewinnerseite stehen. Wie beispielsweise im März 2000, da die Bild-Zeitung getitelt: Jetzt Aktien kaufen. Und wenn die Bild-Zeitung sowas rausbringt, dann müssen sie heimlaufen, alle Aktien verkaufen. Da hätten sie damals ihr Vermögen schützen können. Oder wenn die Bild-Zeitung schreibt, kauft jetzt Gold und Silber, dann wissen sie, okay, der Trend ist wahrscheinlich, geht bald in eine andere Richtung, dann vielleicht Gold und Silber umschichten in eine andere Anlageklasse. Ja, kürzlich schrieb mir ein junger Mann, er wollte wissen, wie er zur Börse kommen könne, denn er wolle schnell Geld machen, um dann möglichst bald in den Ruhestand zu gehen. Er war gerade 18 Jahre alt. Er fragte mich auch, warum ich mich denn immer noch damit strapaziere, Vorträge zu halten und Bücher zu schreiben, wo ich doch finanziell unabhängig sei. Warum ich denn nicht lieber irgendwo im Süden auf einer Insel in der Sonne liege? Ich stellte die Gegenfrage, haben Sie es denn schon einmal ausprobiert? Als er verneinte, war meine Antwort, aber ich.
Ja, wer gut schlafen will, kauft Anleihen. Wer gut essen will, bevorzugt Aktien. Ich würde sagen, wer gut schlafen will, kauft Gold. Wer gut essen will, kauft Silber. Eben die deutschen Tugenden wie Disziplin und Tüchtigkeit sind an der Börse eher abträglich. Denn spekulieren ist in diesem Sinne keine Arbeit. Es ist eher eine Kunst, etwas Intuitives. Die Deutschen sind der Tücke des Geldes nicht gewachsen. Das Volk der Romantiker, Philosophen und Musiker ist in Geldangelegenheiten leider unromantisch, verliert jeden Hang zur Philosophie und mehr noch zur Fantasie. Sagte Albert Einstein schon, Fantasie ist wichtiger als Wissen. Und André Costolani war ja lebenslang auf Kriegsfuß gestanden mit VWLern, weil er gesagt hat, die treffen immer falsche Voraussagen. Deswegen ist Spekulation eine Kunstfertigkeit, die man eben Stück für Stück erlernen kann durch Erfahrung. Ja, hier schreibt er dann, der Bézier ist ein ganz merkwürdiger Kauz, dessen Motivation, also Bézier zur Erklärung ist jemand, der auf fallende Märkte setzt, egal ob es jetzt Bereich Rohstoffe ist oder Aktienmärkte, dessen Motivation sich aus unterschiedlichen Quellen speisen kann. Ein ganz typischer Vertreter des intellektuellen Paisiers war ein gewisser Victor Lyon, der in Börsenkreisen allgemein nur als der Blutsauger genannt wurde. Er bemühte sich immer, durch Geheiminformationen herauszubekommen, in welcher Höhe jeweils Kreditengagements an der Börse bestanden. Wenn er wusste, dass viele hunderte Millionen, ja Milliarden in einer Hausespekulation engagiert waren, Hause, Märkte gehen nach oben, spielte er natürlich auf die Beiße oder Bess. Er wiederholte immer wieder, die technische Verfassung des Marktes ist entscheidend. Wenn alle Papiere von den schwachen Händen gehalten werden, dann muss der Krach kommen. Und er hat immer recht bekommen. Victor Lyon pflegte zu sagen, an einem Bässe-Tag mache ich mehr Geld als in 30 Tagen des Kursanstiegs. So, das zu den Weisheiten von dem ersten Buch aus 1991. Jetzt schauen wir uns mal an, sein letztes Buch 1999 verfasst mit Stefan Risse zusammen, den vielleicht die ein oder anderen von NTV kennen, und zwar André Costolani, die Kunst über Geld nachzudenken. Ja, die Kunst über Geld nachzudenken. Er schreibt hier, ich will nicht behaupten, das kapitalistische Wirtschaftssystem, das auf dem Drang nach Geld aufgebaut ist, sei gerecht. Nein, es ist ein Betrug. Aber geben wir zu, ein verdammt guter Betrug. Der Unterschied zwischen Kapitalismus und Sozialismus ist einfach erklärt. Ein großer Kuchen, der ungerecht, oder ein kleiner Kuchen, der gerecht geteilt wird, mit dem Ergebnis, dass die gerechten Stücke des kleinen Kuchens viel winziger sind als die kleinsten Stücke des großen Kuchens. Jeder kann für sich entscheiden, welches System besser ist. Die Welt hat sich bis auf Weiteres für den großen Kuchen entschieden. Mittlerweile ist in Deutschland ja so, es rückt ja alles mehr nach links, also mehr Sozialismus. Und was Sozialismus bedeutet, kann man recht schön sehen an der ehemaligen DDR. Da haben sie bei der Geburt ihres Kindes das Auto bestellen müssen und die Auswahl war relativ gering. Es gab, glaube ich, nur Trabant und Wartburg und da hat man so einen Plastikbomber nach 20 Jahren bekommen, der auch in 50 Jahren genauso ausgesehen hat. Also das ist Sozialismus, da bewegt sich gerade Deutschland Stück für Stück hin und wenn sie es richtig gerade, wenn ich es richtig gerade rübergebracht habe, ist besser einen großen Kuchen ungerecht zu verteilen als kleine winzige Stücke, die angeblich gerecht sind, aber wo alle wenig haben und wo einfach dann auch nichts mehr produziert wird, weil der Unternehmer in so einem Staat nicht geschätzt wird. Ja, Costolani schreibt hier, Millionär zu sein bedeutet unabhängig zu sein. Der totale Geizhals wird jedoch nie unabhängig sein, weil er unter dem Diktat seiner Spaßsucht steht. Er kann sich das teure Auto weder kaufen, noch sich daran erfreuen, es jederzeit kaufen zu können. Allein der Gedanke, Geld auszugeben, ist für ihn bereits verboten. Schauen Sie sich mal die Aldi-Brüder an, bei denen war das teilweise so. Ich hatte letztes Mal einen Spruch von André Costolani zitiert, und zwar in dem Video All in den Silber. Dann hat auch ein Kommentator das berichtigt, da hat er recht gehabt. Das habe ich nicht ganz richtig zitiert. Jetzt bringe ich mal das richtige Zitat und was Costolani damit gemeint hat. Wer viel Geld hat, der kann spekulieren. Wer wenig hat, darf nicht spekulieren. Und wer überhaupt kein Geld hat, der muss spekulieren. So, was meint er damit? Was schreibt er hier? Er schreibt jetzt hier, der letzte Satz ist natürlich nicht ganz korrekt. Eine gewisse Summe braucht man immer, um eine Spekulation anzufangen. Mit überhaupt kein Geld meine ich also einen Betrag, der so gering ist, dass sich damit ohnehin kein Eigenheim finanzieren oder eine Altersvorsorge aufbauen lässt. Also,
wenn er in solchen Dimensionen rechnet, da wissen Sie, ein Eigenheim kostet circa 300.000 bis 600.000 Euro. Also Geld, wo vielleicht nicht reicht, dann sprechen wir auch von 100.000 oder 200.000 Euro oder von 50.000. Wer aber tatsächlich gar kein Geld hat, der muss zunächst ein wenig arbeiten, im bürgerlichen Sinne des Wortes. Ich war nach missglückten Börsenabenteuern einige Male so pleite und sogar verschuldet, dass ich gezwungen war, wieder als Makler und Berater Provisionen zu verdienen, um mich aus meiner misslichen Lage zu befreien. Ja, Costolani war ja Spekulant, der war tatsächlich zweimal im Leben pleite. Aber daraus wächst man und ja, trifft später bessere Entscheidungen. Ja, schauen wir uns mal die Märkte an, und zwar, was so draußen passiert. Er beschreibt hier einmal die Inflation, nur der Kampf gegen sie ist schädlich. Und zwar, die Inflation selbst hat überhaupt keinen negativen Einfluss auf die Aktien. Im Gegenteil, Aktien sind im Grunde Sachwerte und müssen eigentlich, wie andere Sachwerte, auch von der Inflation angetrieben werden. So, jetzt kommt's. Negativ für die Börse sind allein die Maßnahmen, die die Notenbanken ergreifen, um die Inflation zu bekämpfen. Wie es im zuvor geschilderten Beispiel im Nachkriegsdeutschland passierte, der Wirtschaftsboom war damals so groß, dass die Bundesbank diese durch höhere Zinsen bremste, um keine Inflation entstehen zu lassen. Die Bundesbank aber führte einen Kampf wie Don Quixote gegen die Windmühlen. Inflation war und ist überhaupt nicht erkennbar. Immer wieder zitierten Bundesbanker die Erfahrungen mit den zwei verheerenden Inflationen in Deutschland. Der Vergleich ist lächerlich. Beide Inflationen fanden nach verlorenen Kriegen statt. Deutschland war ein Scherbenhaufen. Was man mit der Reichsmark kaufen konnte, war zerstört. Wie kann man diese Situation mit heute vergleichen? Heute, 1999. Und auch die Inflation in den 70er Jahren war keine reine Nachfrageinflation. Auch sie wurde durch einen äußeren Impuls, nämlich die beiden Ölpreisschocks, ausgelöst. Also wenn Sie nochmal die Videos anschauen, Thema Gold-Silber-Ratio, da sind wir auch drauf eingegangen. In den 70er Jahren war Sachwertezeit für Edelmetalle. Ab 82 ging der Aktienmarkt wieder los. Und ab 99, 2000 ging wieder der Markt los im Bereich Edelmetalle, Gold-Silber. Er schreibt jetzt hier Deflation, die größte Katastrophe für die Börse. Und zwar, dass auch die Aktien in diesem Umfeld zusammenbrechen, ist klar. Also Deflation heißt, Preise gehen zurück. Es zählt nur noch eines, Bargeld. Das habe ich der Bundesbank ja immer vorgeworfen. Zwar hat die Bundesbank keine wirkliche Deflation produziert, doch weit war sie davon nicht entfernt. Sie hat das Geld auf ein solches Postament gestellt, dass die Deutschen ihre heilige Mark angebetet haben. Doch wer das Geld anbetet, der konsumiert und investiert nicht. So wurde ein zweites deutsches Wirtschaftswunder verhindert. Er schreibt hier weiter, je höher die Zinsen, also der Preis für das Geld, desto geringer wird die Nachfrage nach Krediten. Und je tiefer sie sind, desto höher wird die Nachfrage nach Krediten. Über diesen Weg steuert die Notenbank die Geldmenge. Momentan haben wir eine sehr hohe Nachfrage nach Krediten, weil die Zinsen komplett am Boden sind, also annähernd bei Null momentan. Dieses Gleichgewicht versuchte die amerikanische Notenbank zu halten, seitdem es ihr Anfang der 80er Jahre gelang, die durch die Ölpreiskrise ausgelöste Inflationspsychose abzuwürgen. Unter gewissen Schwankungen ist ihr dies mit Bravour gelungen. Das ist der Grund für die einzigartige Hosse von unter 1.000 auf in der Spitze über 11.000 Punkten im Dow Jones Index. Aus heutiger Sicht betrachte ich den Crash vom Oktober 87 nur noch als kleinen Zwischenstopp in diesen Aufschwung. Die Federal Reserve hatte die Zinsen mehrmals erhöht, was gepaart mit einer heftigen Überspekulation zu diesem Zusammenbruch führte. Bereits nach dem Krach senkte sie die Zinsen wieder und es dauerte nicht lange, bis die Wall Street wieder neue Rekordkurse erreichte. Achten die Börsianer hingegen mehr auf die positiven Unternehmensgewinne und auf die allgemeine Wirtschaftsdaten, kann es passieren, dass die Notenbank die Zinsen mehrmals anhebt und die Börse trotzdem weiter steigt. In diesem Fall ergibt sich eine Diskrepanz, die zugleich die große Chance für den Spekulanten bietet. Denn wie ich bereits schrieb, spätestens nach 12 Monaten folgen die Kurse dem Faktor Geld. Es ist nach einer markanten Zinsanhebung durch die Notenbank
deshalb nur eine Frage der Zeit, bis die Kurse zurückgehen. Je euphorischer die Stimmung zuvor war, desto heftiger wird der Krach. Wer diese Diskrepanz erkennt, steigt rechtzeitig aus. Der Vollblutspekulant, der sich allerbest engagiert, kann ein Vermögen machen. Ein gutes Beispiel für ein solches Szenario lieferte die Wall Street 1987. Die Federal Reserve hatte bereits seit Beginn des Jahres den Diskontsatz mehrfach angehoben. Die Kurse waren trotzdem von Rekord zu Rekord geeilt. Entsprechend dramatisch war der Absturz von über 2722 Punkten im August auf rund 1800 Punkten am 19. Oktober 1987. Umgekehrt bieten sich für die Spekulanten natürlich eben solche Chancen. Senkt die Notenbank die Zinsen während einer Rezession, um die Konjunktur wieder anzukurbeln, kommt es häufig vor, dass auch die Aktien zunächst noch nicht oder nur wenig steigen. Zu schlecht sind die Nachrichten aus der Wirtschaft und von der Unternehmensfront. Also wenn die Zinsen fallen, dann muss man in die Börse einsteigen, ohne großes Wenn und Aber. Und ich weiß, ob das Costolani gesagt hat oder jemand anders. Ich glaube, Costolani war sogar Sauerstoff. Geld ist der Sauerstoff der Börse. Jetzt war vor zwei Wochen im Focus Money ein toller Artikel drin von Dr. Jens Erhardt. Dr. Jens Erhardt ist auch schon seit vielen Jahren Börsenprofi. Und es passt nämlich genau rein von dem, was Costolani entsprechend festgestellt hat. Und zwar, Dr. Jens Erhardt legte bereits vor 51 Jahren den Grundstein für seine Erfolgsgeschichte. Mittlerweile 78-jährig arbeitet damals zum ersten Mal wissenschaftlich heraus, dass die Veränderung der Geldmenge im 1 der beste Börsenindikator ist. Der beste Börsenindikator steht derzeit auf grün. Grüner geht es kaum und veranlasst den Börsenstrategen Erhardt zu einer Prognose. Die ursprünglich angepeilten 16.000 Punkte im DAX erscheinen bis Frühjahr nächsten Jahres, 2021, weiterhin möglich. Mutig in Corona-Zeiten. Für Experten mit jahrzehntelanger Börsenerfahrung wie Erhardt nicht, sondern realistisch, wie er seine Prognose begründet, welche Aktien und so weiter. Der beste Frühindikator, schreibt er hier, ist weiterhin die Geldmenge und hier besonders die Veränderung der engen Geldmenge im 1. Dies gilt sowohl in den USA als auch in Europa. Die US-Geldmenge, jetzt wird es spannend, expandiert mit einer Jahresrate von inzwischen weit über 100%, was historisch einmalig ist. Das heißt, die Geldmenge verdoppelt sich in den USA momentan jedes Jahr um 100%. Und das Geld muss ja irgendwo hin. Und es geht natürlich an den Aktienmärkten, aber es geht ja natürlich auch an den Rohstoffmärkten. Ja, noch was zur Psychologie der Massen. Das stellt er hier auch raus. Ich habe bereits geschrieben, was 1987 passierte. Nachdem der Faktor Geld negativ wurde durch die Zinserhöhungen, brach die Börse 9 Monate später zusammen. 1994 stiegen in dem Anleihenkrach die Zinsen fast genauso stark wie 87, doch die Börse ging nur wenig zurück und explodierte förmlich, als der Faktor Geld wieder leicht positiv wurde. Was machte den Unterschied zwischen 94 und 87 aus? Und jetzt wird spannend. Die psychologische Verfassung des Publikums. Wie stark die Börse auf den Faktor Geld reagiert, wenn er positiv oder negativ wird, hängt von dem zweiten Faktor der Psychologie ab. 1987 herrschte Champagner-Euphorie. Die 25-jährigen Harvard-Absolventen konnten zwischen BMW, Porsche, Mercedes oder Jaguar wählen, wenn sie bei einer Investmentbank eintraten. 1994 dagegen gab es mehr Crash-Gurus als Optimisten, obwohl der Dow Jones zuvor einen Rekordstand erreicht hatte. Die Engagements der Großspekulanten waren mehr à la Baisse, also fallende Märkte, als à la Hausse ausgerichtet. Im Nachgang ist diese Analyse nicht schwer. Doch kann man die zukünftige psychologische Reaktion des Publikums überhaupt abschätzen? Von einem Moment auf den anderen kippt sie manchmal um. Es ist im Prinzip eine Psychoanalyse, wobei man nicht einen Einzelnen analysieren muss, sondern die Masse, denn die Börse ist Massenpsychologie. Wer etwas über dieses Phänomen erfahren will, dem kann ich Gustave Le Bon's Psychologie der Massen empfehlen. Ja, nach langen Überlegen über diese für jeden Spekulanten eminent wichtige Frage bin ich dann zu der Ansicht gelangt, dass die tieferen psychologischen Motivationen des Einzelnen und der Masse sowie ihre Reaktion in einer bestimmten Situation sich tatsächlich der Vorhersage entziehen. Doch die Intensität der Summe von Einzelentscheidungen, also die Heftigkeit der massenpsychologischen Reaktion, wie auch den ungefähren Zeitpunkt, kann man als erfahrener Börsianer tatsächlich manchmal erahnen. Voraussehen wäre zu viel gesagt. Hierfür habe ich ein Modell entwickelt, das ich im Folgenden erklären möchte. Ja, Costolani hat dann das Ei
des Costolanis entwickelt. Das schauen wir uns gleich mal an, weil das doch recht spannend ist, dass man sieht, auf was es an der Börse ankommt oder auch überhaupt an Rohstoffmärkten und wann denn ein kluger Einstieg oder ein kluger Ausstieg wäre. Ja, er schreibt jetzt hier, Thema Börsenpsychologie, zittrig oder hartgesottene, das ist hier die Frage. So unterscheidet er die Börsianer oder die Anleger an sich. Die Intensität, mit der die Börse auf gute oder schlechte Nachrichten reagiert, nenne ich die technische Verfassung. Die technische Verfassung des Marktes. Unter Markttechnik verstehe ich im Gegensatz zur Mehrheit keine Charts, Oszillatoren, Stochastikern oder sonstigen Unsinn, den die Börsenmathematiker erfunden haben. Für mich hängt die technische Verfassung nur von einer Frage ab. In welchen Händen befinden sich die Mehrheit der Papiere? Was unterscheidet die Hartgesottenen von den Zittrigen? Der Hartgesottene verfügt über die 4 Gs, die der preußische Generalfeldmarschall von Moltke auch für eine erfolgreiche Kriegsführung als unerlässlich betrachtet. Geld, Gedanken, Geduld und natürlich auch Glück. Das sind die 4 Gs. Ja, einmal zum Geld. Ist klar. Mein Postulat aus diesen beiden zitierten Erfahrungen lautet unweigerlich, ganz wichtig für ihn, Aktien auf Kredit zu kaufen ist verboten. Also immer nur mit eigenem Geld entsprechend anlegen. Geduld. Ja, das Geld macht man an der Börse nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Sitzfleisch. Schauen Sie sich Warren Buffett an, einer der reichsten Menschen der Welt, der auf jeden Fall viel Sitzfleisch bewiesen hat, der sich geärgert hat, dass er früher nicht Coca-Cola gekauft hat, weil er schon als Kind ein Fan von Coca-Cola war. Sein Menü ist er täglich aus, sein Frühstück, McDonald's, Coca-Cola. Ja, und diese Aktien, hat er selber schon mal im Interview gesagt, hätte er viel, viel früher kaufen sollen. Geduld ist vielleicht das Wichtigste an der Börse und der Mangel an ihr der häufigste Fehler. Wer keine Geduld hat, darf nicht einmal in die Nähe der Börse gehen. Okay? Buffett sagt ja auch, oder Costolani, wer die Aktien oder die Werte nicht hat, wenn sie fallen, der hat sie auch nicht, wenn sie steigen. Den meisten Börsianern aber fehlen Geduld und Nerven, die zwischenzeitlichen Stürme und Gewitter auszusitzen. Wenn sie sehen, dass die Kurse fallen, geraten sie in Panik und verkaufen alles. Ja, das Ei des Costolani. Meiner Erfahrung nach besteht jede Hosse und jede Besse an der Börse, sei es bei Aktien, Anleihen, Rohstoffen oder Edelmetallen, also all jenen Märkten, auf denen spekuliert wird, aus jeweils 3 Phasen. Einmal die Phase der Korrektur, die Phase der Anpassung oder Begleitung und die Phase der Übertreibung. Am Beispiel der Hosse von 82 bis August 87 und der anschließenden Bess von August bis zum Oktober 87, also fallende Märkte, möchte ich die Anatomie eines kompletten Börsenzyklus erklären. Ja, wir beginnen 1982 am tiefsten Punkt des Kreisels, am Ende der Übertreibung nach unten. Die Kurse waren bereits über Jahre auf Talfahrt gewesen. Auf dem Tiefpunkt der Krise erschien der Business Week eine Titelgeschichte mit der Überschrift Der Tod der Aktie. Niemand wollte mehr Aktien haben. Die Leute würden sich nur noch für Gold, Immobilien und Sachwerte aller Art interessieren, war der Tenor der Geschichte. Ja, und das ist so der Punkt. 1982, wenn also eine große Zeitung schreibt, der Tod der Aktie, dann wissen Sie, dass es reif ist, in den Aktienmarkt einzusteigen. Oder auch 1999, da haben ganz viele Banken den Edelmetallhandel aufgelöst. Und da haben die gesagt, Edelmetalle sind tot. Und da ging es genau wieder los mit Edelmetalle. Die Situationsbeschreibung war nicht ganz falsch. Die Inflationsraten waren aufgrund der Ölpreiskrise 2-stellig und jeder versuchte, sein Vermögen vor der Geldentwertung zu schützen. Doch sie war auch nicht ganz richtig. Und an der Börse ist eine halbe Wahrheit bereits eine ganze Lüge. Denn obwohl angeblich niemand mehr Aktien haben wollte, wurden an der Wall Street 50 Millionen Aktien pro Tag gehandelt. Das bedeutet, dass 50 Millionen Aktien verkauft oder auch 50 Millionen Aktien gekauft wurden. An der Börse steht jeden Verkauf ein Kauf gegenüber, sonst würde es keinen Umsatz und auch keinen Kurs geben. Niemand wollte kaufen oder niemand wollte verkaufen. Diese Sätze gehören zu den dümmsten Formulierungen in den Börsenkommentaren. Doch wer waren die Käufer, die an den trüben Tagen 1982 die 50 Millionen Aktien gekauft haben? Ganz klar, die Hartgesottenen. Sie deckten sich zu Ausverkaufspreisen mit Aktien ein, zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachrichten aus der Wirtschaft noch extrem schlecht sind. Dann beginnt die erste Phase der Aufwärtsbewegung, die Korrektur.
Mitte der 80er Jahre waren die Ereignisse äußerst positiv. Die Ölpreise brachen zusammen. Die OPEC, die die westliche Welt in die größte Energiekrise gestürzt hatte, war besiegt. Die Inflationsraten fielen auf fast null. Paul Volcker, der damalige Präsident der Federal Reserve Bank, konnte die Zinsen weiter senken. Die Wirtschaft wies kräftige Wachstumsraten aus und die Unternehmensgewinne explodierten, nicht zuletzt aufgrund einer wirklichen Steuerreform, die den Spitzensteuersatz auf 28 und den Körperschaftssteuersatz auf 32% senkte. Millionen neuer Jobs wurden geschaffen. Zu Beginn des Jahres 87 trat der Markt in die Phase der Übertreibung. Die fünfjährige Hosse mit einem Kursanstieg von rund 200%, 200%, übte eine enorme Anziehungskraft auf das breite Publikum aus. Die Zittrigen, die zwischen 80 und 82 der Aktie abgeschworen, ihre Papiere frustriert zu Tiefpreisen verkauft und ihr Geld in Sachwert investiert hatten, wollten jetzt schnell wieder einsteigen. Sie kaufen immer dann, wenn in den Massenmedien von der großen Aktienhosse berichtet wird und auf jeder Party Aktien das Thema Nummer 1 sind. Ihre Freunde prahlen mit großen Aktiengewinnen. Neuer Markt Deutschland. Und da wollen sie unbedingt dabei sein. Fast panisch kaufen sie alles, was bereits stark gestiegen ist. Sie suchen nicht nach unentdeckten, unterbewerteten Aktien, sondern steigen dort ein, wo ihre Freunde angeblich bereits das große Geld gemacht haben. Kurzum, sie kauften die Aktien, die gerade in Mode sind. Und wer verkauft den Zittrigen die Aktien zu Rekordpreisen? Natürlich die Hartgesottenen, die unten gekauft haben. Die Phase der Übertreibung kann eine Zeit lang andauern und die Hosse kann noch weitergehen. Vor allem, solange der Faktor Geld, und da mal wieder der Faktor Geld, noch positiv ist. Sie findet erst ihr Ende, wenn alle Papiere aus den starken Händen der Hartgesottenen in die schwachen Hände der Zittrigen gewandert sind. Dann haben die Zittrigen kein Bargeld mehr, sondern die Hände voll mit Papieren, die sie sogar auf Kredit gekauft haben, und die Hartgesottenen haben das Bargeld. Jetzt warten die Zittrigen auf noch Zittigere, die ihnen die Papiere zu noch höheren Preisen abkaufen. Aber die gibt es nicht. Und die Hartgesottenen, die auf Bargeld sitzen, kaufen zu diesen Kursen nicht. Wenn dann der Faktor Geld noch negativ wird, ist der Zusammenbruch vorprogrammiert. Also negativ durch Zinserhöhungen, dadurch, dass dem Markt Gelder entzogen werden. Als ich Anfang 87 in einem meiner Vorträge vor der Überhitzung warnte, weil sich meiner Ansicht nach zu viele Papiere in den Händen der Zittrigen befänden, stellte mir ein junger Mann eine provozierende Frage. Herr Costolani, wie ich lese und höre, werden heutzutage 90% der Umsätze von Fondsmanagern und institutionellen Anlegern getätigt. Sollen das etwa auch Zittrige sein? Meine Antwort war kurz: Ja, natürlich sind das auch Zittrige. Sie sind keine Milchmädchen, aber sie verhalten sich wie diese. Sie laufen der Masse hinterher und haben weder das G für Gedanken noch G für Geduld. Ja, in ihrer Euphorie bemerkten die Zittrigen nicht, dass der Faktor Geld mittlerweile negativ war. Die Geldmengenexpansion war in den vorangegangenen Jahren der Motor der Hosse gewesen. Der mittlerweile im Amt befindliche Notenbankpräsident Alan Greenspan wollte Inflationsgefahren vorbeugen und hob die Zinsen von Jahresanfang 87 bis zum Sommer mehrmals an. Am Kapitalmarkt stiegen die Zinsen der lang laufenden Anleihen um rund 2 Prozentpunkte. Im August ging der Dow Jones dann bei 2722 Punkten die Puste aus. Ja, und wer kaufte die Papiere zu den Schleuderpreisen am 19. Oktober 87? Ganz klar, die Hartgesottenen. Sie hatten das Geld und auch die Nerven. Die Zittrigen hingegen hatten ausverkauft und leckten ihre Wunden. Man suchte einen Schuldigen. Den Gewinn der Börsianer schreibt er sich den Erfolg selbst zu. Verliert er jedoch, ist immer ein anderer schuld. Einen Tag nach dem Krach hielt ich einen Vortrag im Deutschen Museum in München. Mein Co-Referent war kein geringerer als der damalige Außenminister Deutschland, Hans-Dietrich Genscher. Er sprach über Außenpolitik und ich, wie soll das anders sein, über die Börse. Ich verkündete großen Optimismus für die Finanzmärkte und der Weltwirtschaft. Die Süddeutsche Zeitung widmete mir am nächsten Tag eine halbe Seite, weil es, wie sie in dem Artikel selbst zum Ausdruck brachte, so angenehm war, endlich mal einen Optimisten zu hören. Was mich bereits einen Tag nach dem Krach so optimistisch machte, war die damalige Äußerung von Alan Greenspan: Die Federal Reserve steht der Wirtschaft mit allen Mitteln zur Verfügung und wenn nötig, werde ich die Banken in Liquidität baden.
Damit war für mich die Krise gelöst. Eine Wiederholung von 1929 war ausgeschlossen. Da wurde nämlich die Liquidität entzogen. Diese Aussage Greenspans war für jeden Hartgesottenen das Signal zum Einstieg. Der Faktor Geld war wieder positiv, so wie es auch Dr. Jens Erhardt gerade für die jetzige Zeit sagt. Und der nächste Aufschwung somit nur eine Frage der Zeit. Die Volkswirte sahen das ganz anders. Sie rechneten mit einer schweren Wirtschaftskrise. In Washington trafen sich 33 Wirtschaftsprofessoren. Mein damaliger Kommentar war kurz, aber vielsagend. 33 Professoren, oh schöne Welt, du bist verloren. Ja, 1998 kam es dann wieder zu Übertreibungen. Jeder wollte mitmischen. Besonders am neuen Markt in Deutschland tobte ein wildes Spiel. Selbst Leute, die zwei Jahre zuvor noch nicht wussten, was Börse überhaupt ist, bekamen Appetit und wurden zum Schluss fress, sprich börsensüchtig. Ein Rückschlag musste kommen. Es fehlte nur der Nadelstich in den aufgeblasenen Ballon. Und tatsächlich kamen gleich drei Nadelstiche. Die Südostasien-Krise, die verheerende Lage der russischen Finanzen und die berechtigte Warnung Alan Greenspans vor übertriebener Spekulation brachten die Kurse zum Einsturz. Wieder wurde eine weltweite Rezession, Deflation prognostiziert. Die amerikanische Notenbank öffnete die Geldschleusen, um einen Zusammenbruch des Weltfinanzsystems zu vermeiden. Dieser Schritt war für den hartgesottenen Börsianer das definitive Signal zum Einstieg. Der Faktor Geld war wieder positiv, die Kurse erholten sich fast so schnell, wie sie gefallen waren und wie es nicht anders zu erwarten war, blieben die von Volkswirten prognostizierte Rezession und Deflation aus. Ja, er schreibt hier jetzt Boom und Krach. Ein unzertrennliches Gespann. Der Börsenverlauf zwischen 82 und 87 ist beispielhaft für unzählige andere. Jeder Börsenzyklus, egal ob Aktien, Anleihen, Rohstoff, Devisen oder Immobilienmarkt, verläuft nach dem gleichen Muster. Die Auf- und Abwärtsbewegungen mit den Übertreibungen nach oben und unten sind ein Spiegelbild der menschlichen Psyche. Der Tanz zwischen Panik und Übermut. Die 400-jährige Börsengeschichte ist eine Folge von Booms und Börsenkatastrophen. Die meisten hat man längst vergessen, einige aber haben die Welt verändert und Einzug in die Geschichtsbücher gefunden. Ja, die Tulpenkatastrophe beschreibt er hier im 17. Jahrhundert, deswegen sitzt man hier vor einer Rosenwand. Ja, also die Symbolik, das war so die erste Börsenhose in den Niederlanden. Lesen sich das mal selber im Buch durch, sehr spannend, da will ich gar nicht drauf eingehen. Ich gehe lieber noch auf andere spannende Themen noch ein. Er beschreibt hier, antizyklisch lautet das Erfolgsrezept. Wie muss sich der Spekulant einem Börsenzyklus verhalten, um erfolgreich zu sein? Er muss natürlich zu den Hartgesottenen gehören und antizyklisch handeln. In der dritten, das heißt in der Übertreibungsphase der Abwärtsbewegung, soll der kaufen und auch nicht erschrecken, wenn die Preise weiter zurückgehen. Denn wie die alten Börsianer schon an der Puderbeste Getreidebörse sagten, wer den Weizen nicht hat, wenn er zurückgeht, hat ihn auch nicht, wenn er steigt. Oder wer die Aktien nicht hat, wenn sie fallen, hat sie auch nicht, wenn sie steigen. Genau das gleiche für Gold und Silber. In der ersten Phase der Aufwärtsbewegung soll der weiter kaufen, denn der Tiefpunkt ist überwunden. In der zweiten Phase soll der eigentlich nur Zuschauer sein, nur passiv mit der Bewegung gehen und sich seelisch darauf vorbereiten, in der dritten Phase bei der allgemeinen Euphorie aus dem Markt auszusteigen. Die ganze Kunst ist nun zu wissen, in welcher Phase sich ein Markt befindet. Ein routinierter Börsenhase fühlt dies in den Fingerspitzen, auch wenn er es nicht immer in Worte ausdrücken kann. Nur eine sehr lange Erfahrung gibt einem, was man das Fingerspitzengefühl nennt. Auch der erfahrenste, mit allen Wassern gewaschene Spekulant kann sich irren. Er muss sich sogar irren, um die nötige Erfahrung zu sammeln, die ihm hilft, die Symptome, Hinweise und gewissen Signale zu erkennen, die auf eine übergekaufte oder überverkaufte Situation schließen lassen. Ja, fällt ein Markt zum Beispiel auf schlechte Nachrichten hin nicht mehr, ist dies ein Symptom dafür, dass er überverkauft ist und sich in der Nähe seines Tiefpunktes befindet. Die Papiere liegen bereits bei den Hartgesottenen, die sich für die schlechten Nachrichten nicht interessieren. Sie haben die Vision und den Glauben an bessere Zeiten, ihre Papiere sind voll bezahlt und sie haben die Geduld, um auf bessere Nachrichten zu warten. Reagiert ein Markt dagegen nicht mehr auf positive Nachrichten? Es ist ein Signal für eine übergekaufte Situation und einen zumindest vorläufigen Höhepunkt. In dieser Situation sind die Hände der Zitterigen voll mit Papieren und sie können trotz der guten Nachrichten nicht mehr kaufen. Die Hartgesottenen haben zwar Geld, wollen zu diesen Kursen aber nicht kaufen. Ein weiterer Hinweis geben die Umsätze. Werden bei fallenden Preisen eine gewisse Zeit lang große Umsätze getätigt, bedeutet dies, dass zahlreiche Aktien von Zitterigen
in hartgesottene Hände übergehen. Es kann sogar zu einem Moment kommen, in dem die Zittrigen ausverkauft haben und die Aktien in den sicheren Tresorschränken der Hartgesottenen liegen. Die Papiere kommen aus diesem Versteck erst später bei steigenden Preisen wieder hervor. Das heißt also, wenn bei steigenden Umsätzen die Preise weiterhin fallen, ist dies ein Zeichen dafür, dass man sich dem Niveau nähert, von dem aus die nächste Aufwärtsbewegung starten wird. Ja, bröckeln die Kurse jedoch eine Zeit lang bei kleinen Umsätzen ab, so ist es eine schlechte Perspektive für den Markt. Denn in dieser Situation sind die Aktien noch in den Händen der Zittrigen, die eine Erholung des Marktes abwarten, bei weiteren Kursabfall jedoch plötzlich von Angst ergriffen alles verschleudern. Die durchgängige Meinung, ein Rückgang der Preise bei kleinen Umsätzen haben keine Bedeutung, teile ich nicht. Costolani schreibt hier auch, seine erste Spekulation, wo er richtig Geld verdient hat, war in fallenden Märkten. Aber das hat ihn auch traurig gemacht, weil er einer der wenigen war, der sein Geld genießen konnte. Aber es macht halt keinen Spaß, wenn deine Freunde vielleicht nur einen schwarzen Kaffee trinken können und du sitzt da mit Champagner und Kaviar. Und das beschreibt er hier auch sehr schön. Da ich jetzt die Mittel dazu hatte, wollte ich auch die Annehmlichkeiten des Lebens genießen. Dabei machte ich aber eine peinliche Entdeckung. Mein philosophischer Rationalismus und mein Börsenspürsinn hatten dazu geführt, dass ich viel verdiente, während die anderen verloren. Mein Wunsch war in Erfüllung gegangen, aber das Schauspiel, das ich vor Augen hatte, betrübte mich aufs Höchste. Meine Freunde, meine Kameraden, alle, die ich gern hatte, waren ruiniert. Sie hatten in dieser Krise entweder ihr Geld oder ihre Stellung verloren. Er spricht da Ende der 20er davon. Und wussten nicht, was ihnen die Zukunft bringen würde. Ich hingegen konnte mir jetzt den Luxus leisten, jedes Vergnügen, von dem ich je geträumt hatte. Die elegantesten Hotels und Restaurants, ein Auto mit livrierten Chauffeur, alles stand mir offen, denn meine Brieftasche war gefüllt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die anderen waren nicht dabei. Die gute Atmosphäre war dahin, das fröhliche Lachen verklungen, an ihrer Stelle waren Verbitterung und schlechte Laune getreten. Ich war allein, allein mit mir selbst. Überall wurde etwas zum Verkauf angeboten, aber ich hatte keinen Spaß mehr am Kaufen. Ich begriff, dass Champagner und Kaviar kein Vergnügen machen, wenn die Freunde sich mit einer Tasse Kaffee begnügen müssen. Ich wagte nicht, glücklich zu sein und konnte es auch gar nicht. Ich kam mir schlechter vor, als ich war. Und deswegen rate Anfängern rate ich deshalb, sich unbedingt als Hosse und nicht als bessere Spekulanten zu versuchen, also auf steigende Märkte statt auf fallende. Zwar hat die Besse den Vorteil, dass sie schnell eintritt, während die Hosse an einer Mauer der Ängste emporklettert, doch ist es für einen sehr erfahrenen Börsianer möglich, den Beginn der Bess vorauszuahnen. Und nicht nur empirisch betrachtet sind die Chancen der Hossiers besser. Eine Aktie kann schließlich um 1.000 oder auch 10.000% steigen, aber nur maximal 100% fallen. Ja, hier noch ein paar Tipps, Empfehlungen, Gerüchte. Wenn ich in ein Restaurant gehe, bestelle ich justament nicht das, was mir der Wirt empfiehlt, denn das will er loswerden. So verhält es sich auch mit 90% der Börsentipps und Empfehlungen. Nur selten sind sie der gut gemeinte Rat. In den meisten Fällen handelt es sich um Promotion und Werbung einer Bank oder eines Syndikats für ein bestimmtes Papier, das sie beim Publikum abladen wollen. Ja, leider schweigt das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen in Frankfurt zu all dem. Entweder schlafen die Herren oder sie haben keine Ahnung, was Börsenmanipulationen sind. In Amerika, England oder Frankreich wäre so etwas nicht möglich. Das sieht man auch aktuell bei Wirecard. Wirecard haben alle Aufsichtsbehörden gepennt, war angeblich das Bundesfinanzministerium früher schon involviert, Scholz, Merkel. Es wurden sogar Leute, die Unregelmäßigkeiten aufgedeckt haben, diffamiert. Also das zum Thema Aufsicht in Deutschland, ja, taugt nicht viel. Trauen darf man allenfalls Empfehlungen eines guten Freundes oder auch eines Anlageberaters, zu dem man gestützt durch jahrelange positive Geschäftsbeziehungen Vertrauen haben kann. Man muss sich absolut sicher sein können, dass der Urheber der Empfehlung keine eigenen Interessen verfolgt. Bei heißen Tipps kann man nur eines, nämlich das Gegenteil tun. Und hier noch zum Abschluss. Bevor man die Börse wirklich begreift und vielleicht ein klein wenig meistern kann, muss man viel Lehrgeld bezahlen. Ich wiederhole, bei Spekulationen gewonnenes Geld ist Schmerzensgeld. Zuerst kommen die Schmerzen, dann das Geld. Der unverzeihliche Fehler der meisten Börsenspieler ist es, die Gewinne zu limitieren und die Verluste anschwellen zu lassen. Das Resultat sind kleine Gewinne und große Verluste. Ein richtiger und routinierter Spekulant lässt die Gewinne wachsen und schneidet mit relativ kleinen Verlusten ab. Den Spruch, kleine Fische
Gute Fische soll man an der Börse nicht anwenden. Mein Sprüchlein für die Börse lautet eher, wer das Kleine sehr ehrt, ist des Großen nicht wert. Wenn man also schon an der Börse spekuliert, dann muss es sich wenigstens lohnen. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, hier zuzuhören, zuzuschauen, und greifen Sie das eine oder andere für sich auf. Holen Sie sich das Buch, also Kunst über Geld nachzudenken. Das kann man mehrmals lesen, hat man ständig neue Einsichten. Und wenn man ein paar Sachen mit den heutigen Märkten vergleicht, wie am Anfang bereits angesprochen, die Märkte wiederholen sich nicht, aber es reimt sich oft, können Sie hier viel für die Zukunft für sich rausziehen. Ja, wenn es Ihnen gefallen hat, dann geben Sie mir einen Daumen nach oben, abonnieren Sie unseren Kanal, drücken Sie auf die Glocke, dass Sie auch informiert werden, wenn das nächste spannende Video rauskommt, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke, tschüss.